Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us mit mir, den Thomas von Playgathern. In der letzten Folge waren wir ja in der Highschool drin und haben, ich sag mal so, den Oberboss der Klicker gesehen. Auf jeden Fall war das Viech echt zäh und hat meine ganze Munition gefressen. Ja, hier ist eine Tasche mit einer Schrotflinte, aber... Meine Waffe ist leider... Hä? Une Momente. Oder ist das... Ah, das Jagdgewehr ist das, verdammt. Ja gut, ich glaube, wir können los. Ich hab das gefunden und denke, du solltest es haben. Ach ja, wir haben auch den Brief gelesen, so den sein Kumpel hinterlassen hatte. Schön, leck mich doch, Frank. So ein Idiot. Können wir gehen? Ja, wir können gehen. Kommst du damit klar? Ja, kein Problem. Du schlägst dich ganz gut. Das solltest du wissen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Okay. Okay, es klappt doch gut. Können wir anfangen zu schieben? Okay, Bill, dann los. Ja, scheint so, ne? Okay, leg den ersten Gang ein. Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen... Ich weiß. Ich lass sie kommen. Woher bist du? Weißt du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt gib Gas. Gib Gas. Ja, wir können nochmal schieben. In der letzten Folge hatten wir auch wirklich wieder eine große Schießerei. Oh, oh. Links, links, links. Runner. Die kommen immer angerannt, Alter. Oh, Klicker. Oh, hilf mir doch, Mann. Nein. Lad doch. Bam, Jürgen. Scheiß Klicker, Alter. Schiebe. Das ist ein Baseballschläger. Das ist ein Baseball. Ah, oh, verdammt. Wir müssen nur bis zum Hügel. Wir schieben ihn auf die Kuppe. Wieso gehen die immer auf mich los? Ich verstehe das nicht. Ich hole mir den Baseballschläger. Ah, verdammt, da lag auch noch Munition, ne? Mann, 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 Mann. Wo war der Baseballschläger da? Danke. Wer ist in Gefahr? Ah, ja, mach doch. Okay, die Munition habe ich aufgehoben, zum Glück. Guck mal da. Ah, ich muss loslassen. Sorry. Hol doch dein Bett. Was? Wieso liegst du auf dem Boden? Hallo, Spielebug, Spielebug. Fuck, Mann. Scheiß Klicker, Alter. Der kotzt mich aber auch an. Dancen kann er auch nicht. Wie behindert der Junge mal läuft. Ist hier Munition? Ah, fuck. Halt deine Schnauze. Und oh, die hat auch Munition. Mann, aber auch schieb alleine. Dass jeder Munition hat, Mann. Ah, da ist wieder so ein Runner. Okay, Ellie, jetzt starten. Ja, mehr als laufen kann ich in diesem Moment nicht. Hallo, Hilfe! Ja, super, Bill. Hast du toll gemacht. Willst du Applaus? Ah, fängt schon wieder gut an, auf jeden Fall. Ich dachte, man kann jetzt reinspringen. Ich meine, der Wagen war doch... Ach so. Okay, verstanden. Ich will den Klick als erstes erschießen, Alter. Der kotzt mich aber auch an. Ah, Mann! Kannst du mich bitte loslassen? Los, los, los! Spring in den...
Bam, Junge. Scheiße. Woher kam der denn jetzt? Was soll ich denn machen, wenn ich im Hinterhalt angegriffen werde? Alter. Okay, noch ein Versuch. Eigentlich habe ich gedacht, die wäre besser in diesem Spiel, aber das ist ja anscheinend nicht der Fall. Weil wir hier 1000... Ach, das reicht mir. Ich will den Klick als erster schießen, weißt du? Der Rest kam immer sowas von kreuzweise. Fick dich. Es tut mir leid, wenn ich jetzt solche Wörter benutze, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mich das aufregt. Ja, komm her, du beschissener Klicker. Oder Wanna, willst du herkommen? Wer will Schläge? Bam, Junge. Okay. Ich pass. Sobald der Klicker erschossen ist, ich werde mich einfach hinter das Auto stellen und dann schießen. So machen wir das. Hinweis, springe hinten auf den... Hab ich doch vorhin versucht. Will das Spiel mich verarschen? Okay. Das Problem haben wir jetzt auch gelöst. Okay, es waren eindeutig zu viele. Okay, das reicht. Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das? Kaum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Biller, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Du solltest doch schlafen. Okay, ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hasse sowas. Wo hast du das denn her? Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, hier. Na, weckt das Erinnerungen? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Oh, Mann. Na, besser als nichts. Oh, das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow! Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh, warum kleben die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann. Aufklärung schon mal mit Joel. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du nicht ein bisschen? Okay. Bin ich mal müde. Ja, klar. Oh nein, nein, nein. Na klasse. Und jetzt? Drauf.
Okay, eine Stadt voller Autos. Das kennen wir auch noch aus The Walking Dead. Das heißt auch nie was Gutes. Vorsicht! Bitte! Oh Mann. Hilfe! Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Du scheiß Penner aber auch. Mir geht's gut. Komm raus, schnell. Komm her, du Mist. Lass mich los, du blöder Sack. Junge, du Penner, das wird nicht passieren. Warm, Junge, jetzt box ihn. Ja, nice one. Spaß doch verdient. Jetzt box ihn aber hart. Bam. Verdammt nochmal! Was ist bloß los mit denen? Atme durch! Los geht's ja! Bleib unten! Da ist der! Ah, die Penner wollten uns überfallen, was? Ja, wir werden ihnen gleich zeigen, wer wen überfällt. Ihr Homos. Jetzt kommt der Thomas. Ah, scheiße, okay, ich habe nichts gesagt. Die Frage ist jetzt, wie stellen wir das am klügsten an? Ich sehe ihn! Oh! Penner! Bam, Junge, voll in die Brust geschossen, Mann. Da hinter dir! Ey, du Wichser. Fick dich! Bam, 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 bam. Runter. Aber danke, Ellie, dass du gesagt hast, dass jemand hinter mir ist. Das haben wir ja vorhin bei den Klickern gesehen. Getroffen. Ja, willst du näher kommen? Hinter dir! Schon wieder? Hä? Wo? Oh! Bleib cool, Mann! Immer mit der Ruhe! Ja, immer mit der Ruhe! Ja, komm, komm, komm näher, komm näher, komm näher! Fick dich! Aber danke, dass du ihn beworfen hast! Sie müssen die immer von hinten kommen oder wo ist der jetzt? Ey, du Homo! Bam, Junge! Bam! Runter! Blöde Mongos, ey. Verrückte Mongo. Mal gucken, was hier noch so ist, was sie so aufheben könnten. Wow! Chill dein Leben! Nachladen dauert wieder zu lange, Mann. Die Schrot will ich nicht verwenden, die ist mir zu... Das war ein Headshot, das war ein perfekter Headshot. Okay, im Schießen werde ich langsam besser. Boah, was? Woher, Junge? Woher? Komm her! Willst du... Willst du mich verarschen? Bam, Junge! Alter! Kotzt mich... Hey, du... Da war er noch nicht mal tot. Sucker. Okay. Ich glaube, das war der letzte. Sehr gut. Okay? Ja, ich glaube schon. Gut. Sehen wir zu, dass wir wegkommen. Du weißt, wie es läuft. Seh dich um und such nach was Nützlichem. Zu Befehl. Oh. Sehr nice. Dann müssen wir kein Medikit benutzen. Aber die waren ganz schön frech. Wollen uns einfach so überfallen.
Liegt hier irgendwo noch Munition? Ich glaube nicht. Hier liegen überall Backsteine oder... Wobei, ist Lumpen, oder? Lumpen können wir auch gebrauchen. Für Medikits oder Molotovs. Backstein. Ja, sonst ist hier nichts mehr Besonderes, glaube ich. Wir gehen einfach mal da rein. Vielleicht lohnt sich das ja auch, hier reinzugehen. Er hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ich komme gleich. Sonst scheint hier eigentlich nichts mehr zu sein und wir können eigentlich rauslaufen. Ist hier was auf dem Boden? Nö, nö, scheint nicht so, scheint nicht so. Wo bist du? Ach, hier, okay. Sollen wir hier rüber? Ach, hier kann man das hochschieben. Na los. Komm, Ellie. Okay, jetzt. Versuch es, mit irgendwas aufzuheben. Hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ellie! Gut. Okay, los! Dankeschön. Okay, es geht schon. Es geht schon. Puh. Da. Bah. Das ist Kannibalen oder was? Erreichte Werkzeugstufe 2. Yay. Was ist das denn? Rauchbombe, oxidierter Zucker erzeugt eine Rauchwand, die dich vor Gegner verbirgt. Er entzündet sich mit einer erschütternden Explosion, die jeden Gegner im Explosionsradius betäubt. Gegner können im Rauch nichts sehen und greifen ein Ziel, das sie nicht erkennen können, an. Nicht an, okay. Nutze das, wenn du unterlegen bist oder stürme in eine Gruppe Feinde hinein, während sie betäubt sind. Nice one. Wir können auch mal wieder was bauen, schätze ich mal. Messer können wir wieder machen. Wir können Molotow machen. Okay, Nagelbombe können wir nicht machen. Sprengstoff könnten wir theoretisch gesehen machen. Wir machen noch Medikit und gucken, ob wir noch einen Molotow machen können. Nein, können wir nicht. Messer können wir auch nicht mehr machen. Nahkampfwaffe muss sich nicht so unbedingt verbessern. Okay, jetzt könnten wir eigentlich wieder was verbessern, aber das tun wir nicht. Wir sparen es uns für Situationen auf, wo wir... das gebrauchen könnte. Man weiß ja nie, ob man Messer oder Molotow in der Situation braucht. In der letzten Folge hatten wir das Jahr, dass da eine Horde Klicker war und deswegen hat man einfach Molotows oder Bomben gebraucht. Und Messer eher nicht, weil die das wahrscheinlich hören, wenn ein Klicker direkt daneben... Oh, sheesh. Daneben ist... Ah, ich könnte mal wieder eine Werkbank gebrauchen, um meine Waffen zu verbessern. So, hier scheint nichts zu sein, deswegen können wir die Treppe hochgehen. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beide Seiten. Oh. Und, Verstehe es, wie du willst. Hier schlafen diese Typen wohl. Mm. Oder schliefen. Medikit verbessert. Sind jetzt 33% stärker. Nice one. Ah, welche Tür. Ah, die Sonne. Wir werden trotzdem mal da reingehen und gucken, ob hier eine Werkbank sauber. Wir müssen weiter. Und Bögen, das können wir auch immer wieder gebrauchen. Ach voll, mehr kann man anscheinend nicht haben. Okay, gucken, was wir jetzt verbessern können. Die Schrotflinte will ich, glaube ich, verbessern. 126, okay, läuft. Das Jagdgewehr und die Schrotflinte werden wir auf jeden Fall verbessern.
schneller abzufeuern. Das kann natürlich auch nützlich sein. Im Jagdgewehr werden wir... Die Waffe lässt mehr Kugeln, bevor sie nach... Ah, nice. So, 56 haben wir jetzt Bögen, Reichweite, Zielgeschwindigkeit. Ah, Zielgeschwindigkeit, okay. Einen Bogen können wir, glaube ich, später erst gebrauchen, aber momentan noch nicht. Schussfolge verbessern wir hier mal und... Hey! So, was könnte... Nachladetempo, nee, ich glaube... Nachladetempo, Schrotflinte... Ja, komm, Schrotflinte, Nachladetempo ist, glaube ich, sehr wichtig. In manchen Situationen, ja... Das wird uns helfen. Ich habe das jetzt eigentlich relativ neutral gemacht. Ah, ich hätte vielleicht Dings verbessern sollen. Vom Bogen, dass man mehr haben kann. Aber ja, gut. Boah, ist die Sonne grell hier. Not bad. Not bad. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie. Langsam. Wart auf mich. Was? Ich bin hier. Wie wär's, wenn ich vorgehe? Und dann nicht so laut. Okay. Jo, dann würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge von The Last of Us. Ein Daumen nach oben, dann wird man euch loben nach dem Motto. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.